Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Sky Saga hier bei Explorer LP. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir befinden uns in Folge 20 und was machen wir? Was machen wir? Wir werden die nächste Mission starten, da wir uns ja, wie du unten rechts in der Leiste siehst, die Rüstung ist ja fast am Arsch. Wir können uns auch keine neue bauen, fehlen Materialien. Wir haben nur noch ein Schwert. Auch nicht besonders schön. Naja. Ich hoffe, dass wir jetzt in der Mission vielleicht mal was kriegen und weiterkommen. Ich warne dich direkt vor, schalt jetzt mal deine Lautsprecher oder deine Kopfhörer, je nachdem, ein bisschen leiser, weil der Sound jetzt hier von diesem Missionsstartgedöns ziemlich laut ist und ich kann den nicht regulieren. So, wir sind immer noch im Wald und wir wollen unantastbar. Aber Hauptsache, wir haben in dieser Folge die Taschen leer. Das hier. Was ist das? Das hier. Kann ich nicht. Jetzt kann ich. Was gefällt mir besser? Das. Komm, jetzt lad weiter. Kein Ladefehler. Nee, jetzt will ich schon nicht mehr abstimmen. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Überbringen. Überbringen. So. Zitterlinge sind schnell und man findet sie oft in Schwärmen. Unterschätze sie nicht und was auch immer geschieht, lass sie nicht noch einmal einen Kratzer machen. Alles klar. Defeat. Vier Skitterlinge. Wir sollen vier Skitterlinge töten, ohne Damage zu kriegen. Was ist das hier? Nur ein Bodeneffekt oder? Hätten wir jetzt vielleicht doch das Schild gebraucht? Kriege ich von euch Leder? Ich brauche nämlich Leder. Also wir brauchen Leder. Der böse Wolf frisst mir die Schweine hier weg. Jetzt backt er weg. Schweine brauchen gar nichts. Schweine explodieren nur. Der Wolf. Ja. Der Wolf irgendwas fallen lassen? Was hat er denn fallen lassen? Wird uns nicht angezeigt. Schauen wir mal ins Inventar, was der da hat. Braunes Fell. Wir brauchen Leder, Kollege. Leder. Genau so haben wir eine Quest gekriegt. Wir sollen drei Ebenholztruhen besorgen. Können wir aber nicht bauen, also wie soll es gehen? Holzhütte. Unser Schwert ist auch fast kaputt, ey. Guten Tag. Oh je. Alles gebraucht, nur keine Pfeile. Oder wir könnten es zur Not einen Bogen basteln. Aber da brauchen wir wahrscheinlich dann auch Leder für, was wir wiederum. Alter! Irgendwas fallen lassen.
Nehmen wir mit. Komm, lass uns bitte mal was, bitte. Ja, wir kriegen immer nur das. Okay. Nie das, was wir brauchen. Machen wir besser. Warte, den Pfeil nehmen wir noch mit. Die Tür machen wir zu. Die machen wir auf. Bitte Ausrüstung, irgendwas, was wir anziehen können und Kürbisse. Können wir Kürbisse aufheben? Was? Was ist denn hier los? Respawn. Irgendwas. Nix. Nö. Okay. Wären wir hier durch. Nächste Bude. Das Problem ist auch, wenn wir die Mission verlassen, jetzt zum Beispiel, um nach Hause zu düsen und die Rüstung zu reparieren, können wir nicht mehr hier hin, weil ihr könnt jede Welt nur einmal betreten. Das ist ziemlich... Ja. Wo ist er? Könnt ihr das erstmal Rabatz machen, wie ihr wollt. Was hat denn der hier fallen lassen? Laubklingenwams. Ich hoffe, es war nicht nur das Rezept, sondern wirklich was zum Anziehen. Dann hätten wir schon mal ein Problem weniger. Oh, zwei Grüne noch. Demels mit den Scheißschilden. Ja. Welche Ausrüstung ist kaputt? Oh, stand da gerade, ist bald kaputt. Mein Gott. Ja gut, 40 Hit pro... Gibt kein Loot.
Pilz. Fußpilz, Hautpilz, Fußballe. Die Hütte. Es ist. Das ist eine Kiste. Okay, jetzt wissen wir mal, bevor Respawn kommt. Schon. Was, hier ist noch eine Kiste? Hm? Hier oben oder was? Noch eine Kiste versteckt oder was? Oder eine übersehen? Irgendwo noch im Keller runter. War ja bei einem Haus, was man gefunden hat, dann ging es irgendwie noch im Keller runter. Das ist ein Dachboden. Ist im Haus denn hoch? Ne, ne? Ne, ist kein Dachboden. Soll eine Kiste sein? Ist hier oben irgendwie? So Jump'n'Run-mäßig so, weißt du, so? Zack, zack. Zack, zack. Die Hütte. Aber ich sehe keine Kiste. Bist du eine Kiste? Da könnte. Da ist eine Kiste. Kommen wir nochmal rüber? Ja. Muss er nämlich krank? Ja, wir können hier rein. Bums. Okay, das war wohl nicht so gewollt, geplant. Richtiges Versteck. Hüftschwung-Emote. Spiel, diss mich nicht. Super. Was war denn jetzt mit dem Wams, was wir da gerade gefunden hatten? Der Super ist auch total platt. Ja gut, zur Not haben wir noch eins jetzt Reserve, falls eins kaputt gehen sollte jetzt. Okay. Nein. Dass die auch nicht mal eine Waffe fallen lassen, weißt du, so. Nein, ich habe jetzt keine Lust. Hier waren wir noch nicht, ne? Das Sägewerk. Da scheint noch nichts drin zu sein. Außer. Können wir es nehmen? Können wir nicht.
Was? Bärenjunges? Autsch. Von dem Schaden. Ja, aber egal. Ist hier noch was drin? Ups, stopp. Was ist das? Nein, nein, nein. Blockiertes Holz. Geht zur Hütte zurück. Kehre zur Hütte zurück. Das ist das Sägewerk. Das ist die Hütte. Das ist der Gutshof. Das ist die Hütte. Da waren wir noch gar nicht. Doch, von hier sind wir ja gekommen. Du hier. Wir nehmen erstmal alles. Was haben wir hier? Okay. Dann nächste Quest. Weiter geht's. Bekämpfe diese unerbittlichen Wölfe, aber sei vorsichtig mit den Fangzähnen. Wir haben einfach keine Ahnung, was der Weltenbruch diesen Biestern angetan haben könnte. Alles klar. Kehre zur Hütte zurück. Wolfes. Wir unten. Ah, sie ist. Wir inspizieren erstmal weiter die Insel. Boink, boink, boink. Ja. Eine von euch hoch.
Spawnen. Was? Was? Oh, Bosse haben noch ein blaues Schild, ne? Also blauer Totenkopf. Wenn er einen Namen hat. Au. Tot. Ja, du kannst auch so. Ein Herz, gib mir ein Herz, gib mir dein Herz. Hier war da auch noch irgendwo Loot, ne? Und den anderen getöteten. War das hier oben irgendwo? Ja. Okay. Da unten düster noch was. Dann wollen wir mal telefonieren. Geschickt gemacht. Diese ordentliche Fußarbeit wird dir in der nächsten Herausforderung noch mehr helfen. Kannst du außerhalb der Reichweite von den gewaltigen, verheerenden Pranken eines Bären bleiben? Ich würde da in einer großen Höhle suchen. Bären leben normalerweise in Höhlen oder so. Okay, aber, meine Lieben, das machen wir erst in der nächsten Folge von Sky Saga. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend. Je nachdem, wann ihr diese Folge hier seht und sage Tschüss, bis demnächst. Bye bye, ciao ciao.